Irgendwo hier in der Bank. Komm. So. So, wie viele Pfeile hast du jetzt? How many files? 21. 21. Okay, gut. Dann brauchst du definitiv auch noch ein paar. Ich nehme hier die neue noch. Okay. Wilderer Spätro. Was geht? Kann ich wo spontan die? So eine Alarmglocke. Wir haben keinen Stein dafür. Okay. Ab von da ganz oben. Ja, warte. Wen können wir denn einsetzen? Ja. Ich dir, do something. Da kommen sie. Weg mit ihnen. Wie kann ich den auch aggressiv machen? Das kann. Was meinst du? Kann man die auch einsammeln? Ja. Ich glaube schon. Aua. Ups. Ist vielleicht ein bisschen. Aha! 14%. Komm schon. Komm. Ja, ich weiß nicht, ob sich das so krass lohnt. Weg mit denen. Oh! Minderwertige Munition bekommen. Hä? Minderwertig. Oi. Das will ich mir ja fast schon nicht geben, ne? Wenn das minderwertig ist. Minderwertige Munition bekommen. Eine davon. Da machen wir mal die Pfeile noch zu Ende. Mein Hecktier hämmert jetzt einfach auf die Bäume ein. Blöder Baum, blöder Baum. Dich hab ich. Du willst woanders hin. Nimm die richtige Pfeile und wenn du willst, kannst du mir dann helfen. Dankeschön. Wobei, da sind auch noch Pfeile zu machen. Links an der Bank. Oh. Ah, da. Hier. Was hat dein Chillit gerade gemacht? Dein Chillit hat irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Aber das hat gerade gegrinst. Das leider nicht gesehen. Mir geht das Pengulett, wenn ich den das mit den Ohren machen sehe. Oh mein Gott, das Pengulett kommt kurz ran, macht so einen Pfeil mit, oder so einen packen Pfeil mit und geht direkt wieder. Priorität. Keine Arbeitsmoral. Ja, schwierig. Er überlegt sich permanent bestimmt, wie er wieder auf dieses Dach hochkommt. Ach, du bist schon Level 12, Olig. Ich bin jetzt Level 11. Ich muss mal ein paar Pfeils noch fangen. Ah, kann sein, dass das Chillit vielleicht wieder gespawnt ist. Vielleicht kann ich dann auch eins fangen. Auch cool. So. Dann erhöhe ich doch mal. Mhm. Was erhöhe ich denn? Vielleicht doch mal meine Ausdauer. So. Dann gib mir mal all deine Pfeile. Thanks. Oh. Jo. Gerechte Teile. Nice. Okay, also ich wäre ready. 31 Pals-Fern sind am Start.
Ich könnte einmal schnell reisen. Ja. Ich glaube, Chillet ist aber immer noch besiegt. Wie gesagt, an die Festungsruine. Ich mach mich auf. Ich bin da. So. Ich würde aber mal einmal gucken gehen, ob das Chillet so. Oh, das sind echt die. Oh. Bleiben Sie mal stehen. Autsch. Hab ein bisschen geleckt. Nein, bleiben Sie drin. Ja, ganz schön dreist, dass er sich befreit. Nee. Sie bleiben hier drin. Sie töten mich nicht. Nee. Ich bin dead. Kannst mich hochholen. Jetzt bleibt es drin. Bleibt drin. Ich hab's gefangen. Ach man. Egal wie es endet. Das macht halt übelsten Damage. Ja, das stimmt. Das macht ja richtig krassen Damage. Hier oben noch irgendwas? Was an Tefan? Nö. Was kann das sein? Hey! Den wollte ich nehmen. Ich wusste nicht, dass ich ihn direkt töte. Das war mir unbekannt. Das war mir sichtlich unbekannt. Hier kann man die Türen auch nicht aufmachen. Wie gesagt, ich will mal kurz zurückgehen. Zum Normal. 24%, wenn es flüchtet. Das Ding ist. Den Talhand. Aua! Sie greifen mich an. Oh, was ich hier so ein paar Tensies. Also. Okay. Was? Du hast gerade alle umgebracht? Ja, die Wilderer. So. Werte erhöhen. Let's go. Einfach nochmal auf Ausdauer. Erst 200 Ausdauer. So, warte, ich hab da auch einen Basie. Kann man mit dem Basie mal so auf so ein Fancy drauf rumhämmern. Ist doch viel besser. Komm, bleib drin. Bleibst du drin? Danke. Danke. Ist das Chillet wieder da? Ich bin abhanden gekommen. Ich hab diesen Baum mit diesen Fähigkeiten. Was? Diesen Baum mit den Fähigkeiten? Ja. Was meinst du? Gum-Gum? Das ist aber. Das ist vielleicht falsches Genre. Ja. Den Baum mit dem. Was für ein Baum mit einer Drachenfrucht? Baum mit einer Drachenfrucht? Was war das? Schattentechnikfrucht, Giftschuss, Drachentechnikfrucht, Drachenkanone, Eistechnikfrucht, Eisschnitter. Was? Oh, was? Magic Abilities. Der Chillet ist wieder da. Magic kommen. Abilities für wen? Ich glaube für die Pets. Der Chill ist wieder da, komm ran. Du musst mir das komm gleich ran. Zeigen. Ja, ich bin doch schon da. Guck mal, hier, ich bin auf meinem Alpaka unterwegs. Freut! Okay, ich nehme einen mal zurück. Ich bin dead! No! Kannst du mich hochholen? Hast du deinen zurückgeholt? Nee. Ah, damit vielleicht musst du.
Okay, kann gut sein. Ja, du bist abgebrochen, gell? Ne, ich muss jedes Mal von vorne anfangen. Ne. Ja, dann fang ihn. Soll ich fangen? Was soll ich? Ja, dann fangen. Never mind, dann. Niederlage! Das kratzt jetzt an meiner Ehre. Das Ding ist, das hat mich gekillt! Das macht halt übel viel Damage. Wir können direkt wieder hinlaufen, glaube ich. Die Schnellreise. Weil Chillit ist ja, glaube ich, auch nicht aggressiv. Ich mach Schnellreise. Ja. Musst du ja. Wohin? Ach, da oben. Ja, schlauer von da oben zu starten, definitiv. Ja, ja. Fühl ich. Was? Schlauer von da oben zu starten? Nix. Alles gut. Wo bist du hin? Woanders. Woanders. So. Aber mir und der Kartoffel auf meinem Rücken geht's gut. Das ist doch doof. Chili, es hat wieder voll AP, ja. Oh wait, wir können es eigentlich dann direkt wieder fallen. So. So. Einmal sortieren. Einmal navulieren. Sind Sie ready? Haben Sie alle Ihre Parts? Wo habe ich jetzt? Ah, das ist zwei Schuss. Warte, vielleicht kann ich auch ihn hier rausholen. Wobei, nee. Mein Daydream sollte eigentlich besser sein. Ready? Oder bist. Moment. Bitte? Also, das ist der zweite Versuch für, das zweite Mal, wo wir Chillit begegnen. Hm? Das erste Mal hast du halt eingefangen. Jetzt bin ich dran. Ja. Ready? Ja. Okay, ich versuch's mal einfach mit ein bisschen Ausweichen. Okay. Nimm mal meinen ein. Ja, ich schau das mal. Ja! Ja, ich hab einen Chillit! Nice. Ah, ja, okay, du, wenn du es fängst, dann kriegst du sowieso antike Bauteile. Nice. Okay. Hui. Okay, es gibt doch ein bisschen Fall damit. Was? Ist das von dir? Das gönne ich mir jetzt noch. Okay. Ich renn schon mal weiter an die Küste. Haben wir noch das Leaf Monk hier? Oh, ich hab's umgebracht. Bist du auf? Wie? Bleib stehen, Leaf Monk! Eieieiei. Nice, ich hab mal einen Lüftmunk. Nur ein paar Bärensamen hat er. Kletter mal hier so ein bisschen runter. Hier ist nämlich noch eine Truhe. Eile, Palseele und ein wenig Palmünzen. Was? Kann man die hier abbauen? Ja, komm. Oh ja. Gut, okay, gibt auch noch eins. Okay. Der Sonnenuntergang sieht echt schön aus. Was ist das da hin? Also in der Ferne leuchtet da so in den
Ist das irgendwie so ein Strahl oder so? So, was seid ihr denn? Kelarei. Hallo, Kelarei. Ihr seid relativ tanky? Geht so. Naja, geht so. Nee, 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 nee. Sie fliehen mir nicht davon. Oh, nee. Ach, das war jetzt. Und nee. Ich wollte es nicht umbringen. Ich meine, schlafen liegen. Mann. Munk. Bleiben Sie hier. Oder legen Sie sich genauso schlafen. Der Dreischussbogen ist echt verdammt stark. Das ist echt doof. Das ist so ein bisschen doof. Hui. Stefan? Geben Sie ihm Bällchen. Komm schon. Hä? Bleib doch jetzt im Ball. Mit 80% Wahrscheinlichkeit ist er nicht im Ball geblieben, oder was? Manometer. Ich töte die einfach zu schnell. Aua, kann ich mir gerade helfen? Ja. Nice. So. Das war zu viel Damage. Ich komme halt nicht so weit. Kann der Moran kommen? Der will nicht. So weit kann ich nicht werfen, ne? Also nicht so wirklich. Also oh, du kannst halt mal probieren. Wenn du Q gedrückt hältst, dann ziel da, glaube ich, besser. Nee, das funktioniert nicht. Ist zu weit weg. Scheiße ist das. Aua. Trau dich. Jetzt kommt er näher. Ich geh mal die Pinguins noch holen. Oh, warte. Level up. Jetzt gehen wir jetzt mal ein bisschen LP. Was? Ein Level 2 Pengulet will nicht in meine Pulse hier, oder was? Ey, was soll denn das? Ich habe keine Pulse mehr gleich mehr, ich habe nur noch 2. Dabei habe ich gar nicht so viele Balls gefangen. Das ist ja... Ohne ist das. Und dann halten die Liftmunks natürlich nichts aus. Mann. Ja. Ich bin ja einfach direkt wieder auf bei hier mit 63% Chance. Okay, also ich muss dann doch wieder zurückgehen. Ich habe nämlich keine Sphären mehr. Abgeben. Beziehungsweise, warte, vielleicht können wir hier auch gerade Sphären bauen. Mach du, ich nutze die Nacht. Ist eigentlich ganz bequem, wenn die schlafen. Ich brauche hier gerade so eine primitive Werkbank hin. Ups. Ist das hier Daydream? Ja. Alle Sphären. 3, naja. Was würde fehlen? Stein. Stein würde fehlen, dann könnte ich mir noch... Dann könnte ich mir noch 9 Stück machen.
Muss man noch ein bisschen Stein. Okay. Und dann. Ich bin hier gefühlt am Ende der Welt. Ich hab das noch ein paar Pals hier. Oder kann man rübergehen? Das ist eine Insel. Warten Sie mal auf mich. Ja, ich sammle hier noch Pinguine und Manta auf mich. Nice. Mitsu. Oh. Mitsu, Mitsu. Das ist leider immer ein sehr schmaler Grat, ne? Vielleicht an zu skillen sollen. So, Mailbanker. Oh, das ist ein Depresso. Ich hab noch keine Depresso. Oh, ich hab auch. Ja, das hab ich auch noch nicht. Oh ja, woran? Schlafen die? Oder sind die nachtaktiv? Ne, die sind nachtaktiv. Oh, was ist denn da noch? Bleib stehen! Oh, der ist fest! Damn! Und lässt sich echt nicht mehr fangen. Was? Und wie viel besser habe ich? So. Oh, der hat eine ganz niedrige Fangchance. Okay, oh Gott, ich hab's okay. Gewonnen, komm schon. Ja, 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 nice. Ii, ich habe einen Capriti gefangen. Nice. Meine Rüstung ist beschädigt. Oh, nice. Ich muss mal kurz hier ein bisschen Licht machen. Ich habe kein Licht. So, Ifmo kann man ja auch noch eins fangen. Let's go. Oh, 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 2 HP. Wo schlafen das Nightwing? Ich will auch einen, ich will auch noch einen Flug, Oh Gott, ich hab's gepult. Komm her. Bist du denn? Aua. Na, stimmt, sterben tut er da noch nicht. Oder? Ja, fang sie. Let's go. Oh. Hast du den? Fang du den? Warum? Du hast doch noch keinen. Why hast du gerade geschossen? Nein, habe ich nicht. Dann hat mein Alpaka das echt noch gekillt. Ich dachte eigentlich, weil die Luftkanone macht nicht so viel Damage, aber naja. Deswegen fang du die lieber. Ich mach einfach viel zu viel Damage. Denkst du, ich bin besser? I'm doing too much. Nachdem ich so viele Damage gesteckt habe. I'm doing too much damage. Mann, meine Rüstung ist im Arsch. Einer auch. Rüstung kaputt. Wir brauchen bessere Rüstung. Ich würde auch einmal zurückgehen. Auch einmal back. We're going back. Gute Lager. Und dann können wir bauen. So. Was willst du denn von den neuen Sachen skillen? Also ich hoffe schon mal, dass Tanz die Sturmgewehr und den Aikidia-Sattel. Moment. Und ganz ehrlich. Ich will die Enterhakenpistole. Und den Chili-Sattel.
Dann nehme ich das Topfpflanzset, das ist sehr wichtig. Okay. Soll ich die Pharmaziewerkbank auch noch holen? Ja. Dann hol du noch die Pharmaziewerkbank. Dann Fleischerbeil. Ist da. Fleischerbeil, ja. Ach Gott, nein, nein, nein. Klingt gut. Machen wir nicht. Klingt gut. Klingt machen wir nicht. Sehr gut. Holy fuck, was ist das denn für eine Beschreibung? Machen wir nicht. So, und dann nehme ich ein Messer, mit dem du gerufene Pals schlachten kannst. Wenn du es ausgerüstet hast, ändert sich die Option Streicheln zu schlachten. Ein geschlachteter Pal ist für immer weg. Nein, machen wir nicht. Oder nehme ich auf jeden Fall so die Kühlbox? Ich finde den Übungsdummy auch so ein bisschen fragwürdig. Ich finde cool. Soll ich den auch dingsen? Ja, dann skill ich mal die Armbrust da noch. Gut. Dann nehme ich den Übungsdummy noch. Okay. Dann... Ja. Die Enterhakenpistole mache ich jetzt. Die kann wahrscheinlich nur hier hergestellt werden. Nee. Dann kümmere ich mich einmal um Sandsack, Schlingenfalle, Alarmglocke. Ein bisschen Verteidigung. Ah, da ist die Enterhakenpistole. Ich bin so froh, dass es endlich Blümchen gibt. Okay, die Enterhakenpistole, die braucht ein wenig länger. Dann können da mal die Pals drin arbeiten. Machst du die mittelalterliche Pharmaziebank, dann können wir noch einmal hochleveln. Dann haben wir noch einmal gelevelten Stuff und so. So, ich kann hier nichts mehr rein. Die Truhe hier. Die Truhe. Die Truhe sagt, da passt noch ein bisschen was. Zwei Palseelen mittlerweile. So, warte. Hier, die gehen ja auch noch da rein. So, warte. Die Truhe hier. So, sortier das mal. Da war doch hier das da drin. Eigentlich auch egal, aber naja. Auch Nägel dafür, haben wir Nägel? Wie viele brauchst du denn? Fünf Nägel. Dann muss ich doch da so viele machen. So. Bin dran. Du bist mir leider nicht so eine große Hilfe. Du bist mir auch eine Hilfe. Let's go. Let's go, Tuje Moi. Today. Tomorrow. So. Sechs Nägel sind ready. Ich lege sie dir in eine Truhe. Oh mein Alarm. Wenn hier noch irgendwo Platz wäre in den Truhen. Eisdrüse kann man, glaube ich, hier rausholen, weil die ist nämlich hier drin. Gut. Gut. Na, lang, okay. Ding dong. So. Dafür brauchen wir noch extrem viel Leder. Stoff brauchen wir auch noch dafür. Hier braucht man Stein. Okay, Stein hätten wir aber auf jeden Fall. Dafür brauchen wir auch noch Stein. Dafür Stein. Und für die anderen brauchen wir Leder. Leder. Dann gehe ich mal. Dann sammle ich hier mal noch ein bisschen Stein ein. Was haben wir hier? 35 Stein haben wir hier noch.
Mal ein bisschen Medizin. Nein, wahrscheinlich später noch ist Medizin extrem wichtig, wenn wir so hier, also Tränke und all den Stuff brauchen. Für mich wäre es wahrscheinlich jetzt auch schon ziemlich wichtig, weil ich nämlich die ganze Zeit am Berberinus bin. Berberinosos bin. Nee. Alright. Ich bin überladen. Sehr schön. Oder auch nicht. So. Dann machen wir einmal das da. Oh mein Gott, das dauert ja auch so ewig. Holy. Will fertigen. Was fertigst du denn? Mein Guter. Ja. Nice. Sind drin, Pharmazie ist drin. Ah, ich verbessere mal unser Lager. Eine Kühlbox und eine Palsphärenwerkbank brauchen wir jetzt. Kühlbox haben sie skillt. Ja, die packe ich. Wo packe ich die denn hin? Am besten ins Haus. Okay, eine Palsphärenwerkbank können wir noch nicht machen. Dafür müsste ich Level 14 sein. Ist auch noch kein Level 14, also wird das eher weniger was. Aber warte, wir können noch einen weiteren Pal hier reinsetzen. Layout. Was für einen Pal setzen wir denn nochmal hier rein? Was haben wir denn da? Was könnt ihr? Ihr könnt liefern. Ihr könnt auch das da machen. Du siehst einfach nur schön aus. Wir setzen noch so eine Liftbank hier rein. Und eine Liftnennung. So. Eieieiei. Wir wollen noch ein Bett. Und noch ein Palbett. Eigentlich mit dir hier. Holz! Holz? Ich mache nur ein paar Palion-Stücke. Holz. Holz. Könnte sein, dass wir vielleicht hier noch so ein bisschen Holz haben. 82 Holz. Wir kommen in die Kiste. Wir sind fast in der Kiste. Fast. Nearly. Hallo. Danke. Nein. Auch nicht. Kiste. Kiste! Holzchen in der Kiste. Hier noch ein bisschen Holz sammeln. Damit wir genügend Holz haben. Ja. Nice.
Uff. Also ich muss ehrlich sagen, Patrick meinte, ja, Level 26, das hat man ja relativ schnell. Nee. Nee, du Brudi. Das ist nicht schnell. So, das kommt nochmal in die Kiste. Ist nochmal in der Kiste. Wir haben nochmal ganz viel Holz. Boah, das ist halt wirklich nicht so. Eieieiei. Ah, warte. Stoff. Das kann ich nehmen. Geht wahrscheinlich schneller. Uiuiui. Ui, 20 Stoff ist schon viel. 20 Stoff ist schon viel. Sehr, sehr viel. Ich weiß noch gar nicht, welchen Pal ich upgraden soll. Also ich weiß, dass ich Chile upgraden werde. Ja. Das ist schon cool. Oder was hat das denn für Stats? Ja. Kühlung, also später hinaus. Ich glaube später hinaus ist das sowieso egal. Angriff plus 2, Schattenangriffsschaden plus 10, Eisangriffsschaden plus 10. Nee, ist OP. Nehme ich. Ja. Muss halt gucken, welche Seelen du für den brauchst. Ne, kann sein, dass der, weil der ja ein Boss ist, dass der andere Seelen braucht. Nee, tatsächlich hat er ganz normale. Ah, vielleicht sind die dann auch. Okay, maybe sind das mit den Seelen auch so gehandhabt. Dass du quasi, je höher du den bringst, du dann bessere Seelen brauchst. Hm. Kann natürlich sein, mein Schatz. Das würde mir sehr leid tun, dass du für die Seelen so ein Fleischermesser brauchst. Nein. Könnte natürlich, also ich will's natürlich nicht, also, ne? Nein. Aber es wäre eine Possibility. Nein. So, ich würde mir auch mal hier mein Chillet in. So, ich kann hier Lifemunk-Statuetten opfern, um mein Fanggeschick zu erhöhen. Das machen wir doch. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ach so, ja, dann bin ich die Einzige, die hier noch dagegen rum chillt. Okay, wir haben jetzt eine Kühlbox. Chillet. Ja, komm. Ich. Ah, du kannst aber auch zurücksetzen, okay. Okay, also theoretisch. Okay. Dann gebe ich dem doch einfach mal so ein bisschen. Jetzt hat die Pal Seelen verbraucht. Ich konnte gerade irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte irgendwie bei dem Chillet mehrere Sachen skillen. Ich leg jetzt mal alles an besonderem Shit, okay, ins Haus. Heißt irgendwelche fancy Eier etc. Geld. Antike Bauteile wahrscheinlich auch. Das ist gut, wenn du hier so ein bisschen besonderen Stuff rausholst. Das ist gut. Weil diese Sortierung ist absolut grauenvoll, weil. Ja, ich weiß. Ich übersehe immer die in der Mitte. I know. Okay, so. Wo? Wo ist das? Wo ist das hier hin? Let's try. Okay, was kann ich damit machen?
Oh, ja! Schatz, komm mal her! What did you do? Kommen Sie mal hier. Schöne. Gucken Sie mal. Gucken Sie mich mal an. Oh ja! Oh ja! Hauptsam. Komm vom Baum herunter. Juhu. Du hast Spaß. Du bemerkst. Sehr schön. Ja, ich habe hier auch eine gemacht. Das heißt, wir kommen da so ein bisschen an höhere Orte. So. Können wir eigentlich schon Lager upgraden? Hab ich schon gemacht. Wir brauchen jetzt Level 14 für die Palsphärenbank. Das war falsch. Das ist richtig. Ja. Wir brauchen Level 14 für die Panzerenbank. Bank, 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 bank. Du Doktor! Danke für den Follow! Schatz, es tut mir leid. Was denn? I am deeply sorry. Wie, du fällst den Baum. Warte. I'm deeply sorry. Ich hab keine für dich. Ich habe kein Leder mehr. Hey! Drachenkanone! Eisrakete! Danke! Danke, danke! Ich will wieder runter. Danke. So, Interhaken-Kanone. Hallo. Arbeiten Sie auch bitte da dran. Danke. Ah! Einfach zu lange F gedrückt. Hallo! Lass mich wieder absteigen. Nein! Jetzt kann ich nicht mehr absteigen. Jetzt muss ich denselben Trick wie du anwenden. Geronimo! Eaten. Ja. Ja. Ist halt. Geht ja. Das ist auch gar nicht buggy. Also, es gibt keinen Sinn, aber es funktioniert. Das alles, was zählt. Wie bist du denn? Was machst du denn da? What are you doing? Es hat sich zusammengekugelt. Knuffig aus. Es sieht so fucking adorable aus. Und Lambert hat es einfach mal zur Seite gepokt. Lambert denkt sich so, nope. Da muss ich durch. Das sieht wirklich cute aus. Wenn du mal einmal rauskommst, oder bist du rechts? Aus. Wenn sie mal einmal rauskommen, dann können sie es sehen. Ich schiebe das alle weg. Guck mal. Das sieht aus wie Phoenix. Es sieht aus wie mein Hund. Das ist adorable. Es ist wirklich cute. Es ist wirklich cute. Oh Gott. Ich glaube, es legt sich hier hin, weil hier die Kühldings ist. Das kühlt die Dinger hier. Die Kühlbox benötigt Kühlung. Ja. Sehe ich. Es kühlt.
Ja, geil. So, ich muss glaube ich sogar was essen. Ich hole einmal die Dinger hier raus und schnabuliere ich die mal. Nice. So. Ich würde hier so eine Brutbox bauen. Ich würde gerne endlich mal diese Eier ausbrüten. Ach so, ja, dann skill die und bau die. Gut, skill die und bau die. Ich habe die Enterhaken. Ich habe die. Wir kriegen auf jeden Fall danach noch so einen Entsaft. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich glaube, es wird mir nicht gefallen. Damit kannst du Pals derselben Spezies ein Konzentrat herstellen, um den Rang eines Exemplars zu erhöhen. Was? Ja. Es könnte sein, dass es dir nicht gefällt. Ja. Es beinhaltet vielleicht wirklich Entsaften. Nein. So werde ich dieses Spiel nicht spielen. Ja gut, meine Parts werden dann stärker und deine Hand. So. Ich skill dann auch mal das eine Ding, da ich es trotzdem ausprobieren. Wo kann ich das? Da kann ich das. Haben wir noch nicht so wirklich viele, ne? Wir hatten echt einige. Wir hatten echt einige verbraucht, gell? Dann? Einiges Erz. Mhm. Hallo? Ja. Chille, ich weiß, du willst. Ich, ist adorable, das Ding hier zu kühlen, aber. Please! Let me ride you. Wir müssen ein wenig Erz abbauen. Da oben, da scheint es das Erz. Ups. Na. Okay, einmal ab. Hallo. Einmal absteigen. Und dann. Einmal abbauen. Wie war das nochmal? Das brüht schneller aus, wenn man Lagerfeuer daneben setzt. Es kommt drauf an, glaube ich, welches Ei das ist, weil die haben. Ja, ich glaube, gefrorene Eier, die müsst ihr sogar kühlen. Ups! Okay. Warte, ich will hier noch Erze am Abbauen. Naja, aber unsere Pals sollten das ja alle schaffen. Soll ja kein Ding sein. Vielleicht macht. Wir sehen relativ wenig. Ja, Ding. Ich fange die ab. Hallo? Ich hab einfach schon. Ich hab einfach schon ein paar davon. Also, die kommen gar nicht an. Chili regelt das. Da ist schon wieder einer tot. Hat das noch einer tot? Damit man was sieht. Die sind schon tot. Chillin hat geregelt. Es ist leicht OP. Leicht OP. Sollen wir jetzt schlafen legen? Guck mal, Bruttempo 100%. Sehr angenehm. Also ich würde sagen, kann man so lassen. 2 Stunden 58. Ja, das kann man machen, ne? 2 Stunden 58. Holy. Also theoretisch, wenn wir ganz, ganz viele Beeren, beziehungsweise so gebratene Beeren wahrscheinlich, da reinpumpen. Jetzt ist halt die Frage, ob die hingehen und sich die Beeren aus dem Kühlschrank nehmen. Wenn die sich die Beeren aus dem Kühlschrank nehmen,
Dann würde das bedeuten, dass ich den Server laufen lassen kann. Huch. Und morgen. Warum steht da jetzt plötzlich 173 Bären? Weil ich die gerade reingemacht habe. Ich habe mal alle, ich habe alle aus dem Ding da rausgeholt und schon mal hier reingemacht. Wo ist ein Foxy Dingsbumsen? Foxbugs. Okay, Foxbugs, die wollen alle schlafen außer Daydream. Okay. Ich hätte gesagt, lass uns hinlegen. Wir brauchen hier noch irgendwie Licht. In schlafenden Räumlichkeiten. Kein Stein mehr. So. Etwas kühl. Sehr angenehm. Okay. Macht es vielleicht noch mal. Wo ist es? Foxpax? Jetzt bist du gerade am Arbeiten. Du bist gerade gar nichts am Machen, oder? My boy. Du erzeugst Feuer. Ach, das zündet immer die Fackeln hier an. Wenn die ausgehen. Gut, aber jetzt ist es an der richtigen Stelle am Arbeiten. Gut. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo was haben. Nee. Wir brauchen noch ein paar Palium-Stücke, ne? Ich würde vorschlagen, noch gleich mal eine Pause. Eine Pause? Nee, können wir machen, ja. Ansonsten mache ich eine Pause. Nö, nö. Ich lege hier immer noch alles in die Dinger rein. Was hast du denn jetzt, wie, wo, da, innen drin? Wo sind die Schränke? Hier ist eine Kiste, ne? Die Kiste hat aber auch nicht wirklich viel Platz, ne? Ne, da ist Fernsehzeug drin. Und dann habe ich das andere ist eher so als Nachttisch gemacht. Was am Bett steht. Nachttisch? Hm. Ich dachte, ich könnte da vielleicht was draufstellen, aber das ging leider nicht. Ja, kein Problem. Ich leg da mal meine Munition rein. Deine Waffe hab, kommt die dann auch da rein. Ich habe sie ja nicht in dem Kopfkissen, sondern ich habe sie im Nachtschrank liegen. Die hier sind auch fleißig am Arbeiten. Das haben die schon wieder an Holz abplatziert. Quasi nichts. Stein 42, okay. Ich hätte gesagt, wir können schon fast. Ja, wir könnten jetzt quasi eine Pause einlegen. Mal ein kurzes Päuschen. Päuselein. Ja, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich muss mir noch was zu trinken holen und ja, ist drin. Gummoth. Hallo Gummoth. Was kann eigentlich. Was kannst du? Was kannst du überhaupt? Beleidigend an. Ja, leider. Kann ich ihn nicht streicheln? Kann ich streicheln? Natürlich kann ich ihn streicheln. Komm hier! Er leckt mir durchs Gesicht. Aber richtig fett. Ah, der kann nur aussehen. Hm, naja. Okay, wenigstens das kann er. Der hat sogar Aussehen 2. Ich würde den schon fast den da reinnehmen. Aber irgendwas Besseres hier drin? Er hat 1, 1, 1, 1. Oh, nee. Ich glaube ansonsten ist hier nichts Besseres. Chillit haben wir drin.
Ja, das muss man ein bisschen was futtern. Futter. Nice. Und hier rein. Ich geh mal gerade hin. Ich probiere das mal aus. Ich nehme alles aus dem Futtertrog raus und leg das mal in den Kühlschrank rein. Ich glaube, Kühlschrank ist wirklich nur für uns. Und Futtertrog ist wirklich nur für die Tiere. Davon gehe ich aus. Das macht aber nicht so hundertprozentig Sinn. Oh, ich hab einen Trog gucken. Noch. Oh, ich habe einen Rest gefunden. Ich glaube, es ist wütend. Nevermind, kann gut sein, dass das wirklich nur, dass es wirklich nur für uns ist, ne? Weil das Ding ist ja auch, das ist ja das Coole. Theoretisch haben die ja theoretisch unendlich viel Beeren. Weil die sich ja immer selber wieder Beeren anpflanzen und dann wieder aussehen. Und anpflanzen und aussehen und anpflanzen und aussehen. Also normalerweise sollten die nicht sterben. Normalerweise. Außer es greift was an und was nicht da. Ja. Ein Ei gefunden. Wo findest du die immer? Mann. Ich bin gerade hochgeklettert. Zum höchsten Punkt der Insel. Was? Wo bist du? Weiß ich nicht. Ach so, da oben. Ach so, da oben. Sieht ganz cool aus. Und die Schneewelt wird nachher cool, glaube ich. Die sieht noch höher aus. Ich komme mal zu dir. Für den Ausblick. Ein bisschen bergsteigen. Ich dachte schon, ich hätte gerade Lambal irgendwie. Ich hätte gerade ein Lambal leicht in den Wohnen gebackt. So. Na. Hast du sich nicht treffen lassen? Okay.